Man hat mich hier buchstäblich genötigt, einen Vortrag über MetaTrader zu halten, weil ich den gut kenne und weil ich mich eigentlich mit allem sehr gut auskenne. Der Vortrag heißt Bobs Zyklen, Signal und Analysesystem. So, bitte schnell durchlesen. Das ist jetzt kein Spaß. Auf! Wenn nicht, gehe ich mal davon aus, ihr wisst, was da steht. Also ich übernehme keine Verantwortung für irgendwelche Gewinne oder Verluste, wie das so üblich ist. Also, ich muss mich mal vorstellen, wer mich noch nie gesehen hat, ist selbst dran schuld. Also, ich bin Analyst, Trader, Software-Tester, Systementwickler. Für Traders mache ich eine saisonale Trading-Serie im Traders-Magazin. Zwei Kandidaten gibt es vorne in dem Heft. Dann mache ich das Traders-Briefing morgens, habe zwei Börsenbriefe. Der eine ist Thomas Bobs, der Wiesenkompass, und der macht halt nur der Wiesentrades, bei denen ich diese Vorlagen benutze. Und habe noch so einen anderen Brief, der heißt Oxford Club Alderpech. Die habe ich übernommen, weil ich vorher Kontrolleur war von diesen Börsenbriefen. Und naja, irgendwann guckt man halt mal, ob jemand da ist, der es besser machen kann. Also, nicht besser machen kann, sondern außerdem, weil die Leute halt etwas älter waren, wollten halt nicht mehr so. Ja. Thomas Bobs, der Wiesenkompass, läuft ab Februar. Und bei dem Börsenbrief versuche ich nur Gewinner von 500 Pips im Forex-Markt zu handeln, zu empfehlen. Die also richtig, also kein Daytrading, nur richtig große Gewinner. Weil sie müssen langfristig denken. Ich gehe davon aus, am Forex-Markt wird mehr Geld im kurzfristigen Handel verloren als im langfristigen. Und es gibt genügend 500 Pips Gewinner, die man im Jahr, also mindestens 5 Stück können Sie da finden. Ja. Und das sind jetzt zum Teil die Vorlagen, die ich dazu nutze. Was brauchen Sie erstes Mal? Wollen wir nur mal kurz die Folien hier durchgehen, die sind ganz schnell. Brauchen Erfahrung. Langsam angehen, so entwickeln Sie sich zum erfolgreichen Trader. Sie brauchen eine Strategie, Vorgehensweise. Ziele, was soll ein Trade bringen? Was haben Sie für Ziel beim Trade? Kleine Gewinner. Da geht's schon los. Sie müssen große gewinnen, dann lassen Sie kleine links liegen. Die Kleine bringen nämlich mehr Verluste als hä? Ja, aber wenn Sie genau gucken, einmal die Woche oder zweimal die Woche nach einem großen Gewinner, dann finden Sie einen. Und dann handeln Sie nur die. Können Sie Golf spielen gehen, der Rest von der Zeit. So, Wissen über die Nutzung der Technologien. Sie müssen die Software genau kennen, die Sie nehmen. Weil es kommt vor, dass Sie ab und zu mal einen Fehltrade machen. Drücken statt Kauf, Verkauf. Zeitplanung. Ja, wenn Sie Daytrading machen mit kleinen Gewinnern, was passiert? 8 Stunden sitzen Sie vorm PC. Wer will denn das schon? Kein Mensch. Das sieht zwar alles gut und schön aus, aber man will das ja eigentlich gar nicht. So, Geduld beim Ein- und Ausstieg. Das ist das, was ich mache. So, dann sind Sie nicht so wie der da. Ja. Also, das Konzept, was ich hier jetzt vorstelle, diese Folien, also diese Vorlagen für MetaTrader, die suchen, wie gesagt, nach Gewinnern von 500 bis 1000 Pips pro Trade. Ja, ich habe das in diesem Jahr, mein Ziel sind immer 5 Stück, 4 Stück habe ich geschafft. Einer war mit 480, der 6. ist noch am Laufen. Ist ein diskretionärer Ansatz zum Auffinden von Marktzyklen durch Saisonalität. Trendwenden, Stoppbereiche werden durch diese Folien gezeigt. Und Überhitzungszonen. Ich weiß, wo eine Bewegung möglicherweise zu Ende ist und sich umkehrt. Und es zeigt mir anhand meiner speziellen, wie sagt man so schön, Indikatoren, halbautomatische Einstiegsfeile. Die sagen mir zwar, da ist jetzt was, aber ich muss es nicht unbedingt umsetzen, handeln. Ja? Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich habe nur 40 Minuten Zeit, damit wir also gleich zum MetaTrader kommen. So. Was brauchen Sie? Sie brauchen erstmal viel Zeit am Anfang, um dieses Bild immer für jedes Währungspaar oder für den DAX oder für den S&P gleich aufzubauen. Erstens mal den Tageschart, das ist der links unten. Dann brauchen Sie einen 4-Stunden-Chart mit den zwei Indikatoren. Dann brauchen Sie nochmal einen 4-Stunden-Chart und nochmal einen Stunden-Chart. Mehr habe ich nicht. Ich gucke nichts Tieferes an als Stunden-Chart. Und ich nutze eigentlich nur den 4-Stunden-Chart, um das Stop
anzupassen, den Tageschart, um Überhitzungszonen ausfindig zu machen oder Trendwenden. So, Entschuldigung, so nutze ich das. Das heißt, wenn Sie also einen Hund haben, dann ist das genau das Richtige für Sie, weil der kann dann schön lang Gassi gehen und macht kein größeres Geschäft als Sie. Ja. So, also, jedes Fenster machen Sie für alle Handelsinstrumente. Das heißt, Sie haben im Endeffekt dann ungefähr 20 verschiedene Templates, nicht Templates, sondern wie heißt das, 20 verschiedene Einzelprofile, die Sie immer aufrufen können. Der Vorteil ist, Sie zeichnen in dem Profil, dann gehen Sie ins nächste und die Zeichnung ist beim nächsten Mal wieder da. Ja, das heißt, Sie haben eigentlich Ihre Ideen in den Chart gepackt und die bleiben auch bis zum nächsten Mal da drin. Ob Sie da was reinschreiben oder nicht, ist völlig egal. Das Auge wird geschult. Wie viele Stunden haben Sie dann? Wir hatten schon mehr als 1000 Stunden vom Bildschirm hinter sich. Haben Sie gemerkt, dass Ihr Auge geschult geworden ist dadurch? Das heißt, Sie sehen ja, wenn Sie immer das Gleiche sehen, dann sehen Sie bestimmte Sachen und dann wissen Sie, da stimmt jetzt was oder ist was faul, jetzt könnte da irgendwas passieren. Das geht nur, wenn Sie immer das gleiche Bild sehen. Sie können so auch sehr schnell viele Instrumente durchsehen. Und dann haben Sie natürlich noch die Indikatoren mit den Ein- und Ausstiegspfeilen, die Sie jetzt gleich von mir gezeigt bekommen. Das ist das, was verhindert werden soll. Erst, wenn da Ihnen Boden ist, Skepsis. Dann Hoffnung. Dann, wenn irgendwann mal die Gier kommt, steigen Sie ein, was passiert? Dann dreht der Markt, Sie gehen mit Angst auf einmal immer noch mit der Position mit, Sie dreht, Panik und am Schluss stellen Sie das ganze Ding wieder glatt und haben Verlust gemacht. Das soll alles verhindert werden, wenn Sie immer das Gleiche sehen. So, jetzt zeige ich Ihnen mal diese einzelnen Dinge hier. Wenn Sie Fragen haben, bitte gleich fragen, weil nachher haben wir wahrscheinlich keine Zeit mehr, diese Fragen zu beantworten. Was Sie jetzt sehen, ist hier ein Tageschart. Kriegen wir die Folie zur Verfügung gestellt? Die sind mir, stelle ich nicht zur Verfügung. Wir haben ziemlich viel Arbeit gemacht. Ja, ist auch interaktiv, deshalb, ich würde die nur als PDF zur Verfügung stellen, das nützt nichts, weil als PDF alles übereinander liegt, das bringt nichts. Ja. So, was Sie hier sehen, sind Zykluslinien. Ich muss das mal hier mit dem Ding zeigen. Das ist ein erwartetes Zyklushoch, das ist ein erwartetes Zyklustief. Hier kommt das nächste Zyklushoch, hier ist das nächste Zyklustief. Wer hat mit dem Zyklusfinder von MetaTrader schon mal gearbeitet? Kennt ihr das überhaupt? MetaTrader hat einen speziellen Indikator, dann tut man sich zwei Punkte anmarkern, dann wird derselbe Abstand immer in die Zukunft vorausgelegt. Das heißt, wenn ich irgendwann mal vor 3 Jahren die zwei Punkte hier genommen habe, dann werden die bis in alle Ewigkeit in die Zukunft gespiegelt. Ich weiß dann, dass da möglicherweise ein Wendepunkt von nach unten ist, wenn es rot ist, ein Wendepunkt nach oben, wenn es grün ist. So, das sind die Zyklustiefs. Das ist ein Indikator für große Trendwenden. Große Trendwenden entstehen, wenn ein Zyklus, eine Zykluslinie mit der Hälfte des gefundenen Zykluses plus einem Tag gekreuzt wird. Was Sie hier also sehen, ist ein Ein-Tage-Durchschnitt, das heißt der Schlusskurs des von Gold 38 Tage in die Zukunft gespiegelt. Das heißt, wenn Gold sozusagen unterhalb dieser blauen Hurst-Linie, die heißt Hurst-Linie, wenn Gold sich darunter befindet, sind wir im Abwärtstrend. Wenn Gold kreuzt, bedeutet das, wir haben einen ganz großen Trendwechsel. Man kann das ganze Ding als Ziel nehmen, indem man einfach den Abstand hier nach oben spiegelt. So nutzt man diese Linie. Das heißt, ich sehe, wir haben einen großen Trendwechsel, wenn sozusagen so eine Linie gekreuzt wird. Ich sehe, solange der Gold unterhalb dieser Linie bleibt, sind wir im Abwärtstrend. Der Tagesschluss muss er durchbrechen, oder? Ja, ja. Also das ist eine Hurst-Linie, die wird immer gekreuzt. Ich meine, okay, wenn die Linie wie hier nach unten läuft, ist ja klar, wenn der Kurs selbst hier nur seitwärts geht, kommt ja irgendwann die Kreuzung. Ich gehe halt davon aus, 2 Tage muss er noch drüber bleiben.
dann sehe ich, aha, wir haben hier einen Trendwechsel, dann spiegele ich den Abstand bis zum Tief einfach hier dran. Ganz einfach Geschichte. Ja. Wie gesagt, das sind jetzt die erwarteten Zyklushochpunkte, Zyklustief, Zyklushoch. Und was wir hier jetzt sehen, ist ein Boden- und Top-Bildungsindikator, TT. TD Sequential heißt das Ding. Kann man googeln. TD Sequential von Tom DeMark. Dürfen normalerweise nicht programmiert werden, aber es gibt es frei zugänglich im Internet. Und der Indikator, der zählt bestimmte Verhältnismäßigkeiten zu einem Schlusskurs vor x Kerzen und zählt dann hoch. Und wenn dann eine 9 unterhalb des Kursverlaufes entsteht, dann heißt das, da ist jetzt so lange ist es abwärts gegangen, dass dann Boden kommt. Dann sucht er, dann zählt er wieder weiter und irgendwann danach muss das Gold sozusagen hier nach oben drehen. Das gleiche natürlich auf der gegenüberliegenden Seite, dass wenn der Rot, wenn eine 9 oberhalb ist, also jetzt hier unterhalb, so nah dran, wenn diese 9 beim Aufwärtstrend kommt, das bedeutet, dass irgendwann in nächster Zeit ist ein oberer Wendepunkt da. Und diese Pfeile hier, die beruhen auf den Indikatoren hier. Auf den Indikatoren, den Sie hier sehen. Und zwar als erstes, das ist nicht ein Yin-Yang-Indikator, das ist der ADX, bitte aufschreiben, ADX-Indikator mit einer Länge von 13. Und der hat auch noch die Farbe Rot, wenn der Trend nach unten ist, und Grün, wenn der Trend nach oben ist. Und der Indikator, habe ich festgestellt über die Jahre, wenn der Indikator über 50 ist, dann ist der Trend sehr stark. So, und irgendwann schwächt er sich ja ab. Ist ja logisch. Und wenn es dann auf Tagesschlusskursbasis im Indikator einen niedrigeren Balken gibt, oder eine, egal wie die Farbe ist, dann kommt bei Rot unterhalb des Kurses so ein Aufwärtspfeil. Das heißt, jetzt könnte es nach oben gehen. Wenn wir hier das sehen, ja, dann müsste jetzt hier ein Balken kommen, und zwar von oben. Stimmt's? Ist logisch. So. Also, wir haben jetzt hier unten diesen Indikator, der mir zeigt, wann der Markt in eine Richtung überhitzt ist. Ja? Hier haben wir einen überhitzten Markt nach unten, zwei Aufwärtspfeile. Überhitzten Markt nach oben, ein Abwärtspfeil. So, und dieser Indikator ist der RSI 25. Ich will ja nichts Kurzfristiges haben. Wenn ich was Kurzfristiges habe, dann flattert das ganze Ding hin und her. Gibt's was? Berühren. Ach so, ja, ich bin hier wie rasend. Also, und das ist der RSI 25. Wieso? Weil der ganz langsam ist. Der ist ganz selten überkauft, hier über der 60er-Linie, und ganz selten überverkauft. Und dann habe ich eine 25er-Linie drüber gelegt, die dient für mich als Signallinie. Und wenn der Indikator über 60 ist und unter diese Linie kommt und die nächste Kerze gleich tiefer geht, dann kommt nochmal ein Abwärtspfeil. Sehen wir natürlich hier nicht. Wenn der Indikator natürlich hier unter 40 ist, es kommt eine Kerze, die gleich nach oben geht, dann kommt ein Aufwärtspfeil. Sehen Sie das? Ja. Das heißt, der Indikator, der sagt mir ganz klar, aha, jetzt könnte mir hier auch einen Trendwechsel haben. So, und jetzt kommt alles zusammen. Das ist jetzt Gold. Was sehen wir hier? Grüne Linie. Wir haben hier ein Zyklustief. Was sehen wir hier noch? Einen grünen Aufwärtspfeil. Bedeutet, der Markt hier unten war überhitzt, hat ein Signal nach oben gegeben. Was kommt noch dazu? Wir haben hier eine 9. 9 bedeutet, bald kommt eine Trendwende. Wir haben den RSI, der von ganz unten die Signallinie gekreuzt hat und die Kerze ist gleich nach oben gegangen. Das heißt, wir haben hier in diesem Bereich mehrere Signale, die gleichzeitig sagen, es geht nach oben. Erster Punkt, wo man sagen kann, da geht es hoch. Zweiter Punkt ist hier, wenn diese blaue Linie gekreuzt wird.
So finde ich, Trendwende, also für große Bewegungen. Gibt es zu dem Chart Fragen? Es geht ja richtig schnell hier. Wer hat es nicht kapiert? Woher kommt die 9? Die 9, TD Sequential von Tom DeMarc, ist ein System, was auch Zyklus-Tiefs und Hochs ausfindig macht. Und immer wenn eine 9 kommt, oberhalb des Kursverlaufes, wie hier zum Beispiel, das ist jetzt hier ein bisschen drin, dann sagt dieses System, die nächste Zeit kommt irgendwann ein Top. Wenn die 9 unterhalb des Kursverlaufes kommt, dann zählt er zwar weiter, aber er sagt, wir sind in dem Setup-Bereich für ein Tief. Und irgendwann zählt er halt wieder neu. Ja? Man muss, also es gibt ein englisches Buch darüber, in Deutsch gibt es nichts darüber. Muss ich das im MetaTrader installieren oder ist das ja, hinterlegt? Muss man alles installieren, muss man also suchen. Die Dinge sind hier von mir, die zwei, aber das hier, diese 9, kann man im Internet finden. Die blaue Linie können Sie selbst generieren, gleitender Durchschnitt 38, also gleitender Durchschnitt 1 um 38 in die Zukunft gelegt. Ja, dann wird er einfach nach vorne geschoben. Und das hier können Sie natürlich auch dann selbst einstellen, zeige ich Ihnen nachher. So, der erste 4-Stunden-Chart, den nehme ich nur, um einfach nur einen Blick immer drauf zu werfen, weil ich hier auch diesen RSI drin habe, da sehe ich dann diese Auf- und Abwärtspfeile. Da weiß ich, da könnte was im Busch sein. So. Parabolik SA kennt ja bestimmt jeder. Da weiß ich auch, hier, wie weit ist der schon fortgeschritten? Bringt das überhaupt was? Wenn ich jetzt hier noch sage, es geht weiter nach oben, hier bei so einem Ausbruch oder sowas. Und als, was haben wir hier jetzt? Also, das ist dieser Indikator nochmal, der RSI. Und der zweite Indikator, der zeigt mir nur überhitzt Zonen an. Hier in dem Bereich, wenn er total unter Null ist, Momentum 25. Also wie gesagt, sehr langfristige Indikatoren. Charttechnik nutze ich ziemlich viel, bin Charttechniker. Trendwenden würde hier dieses Verkaufssignal passen. So, und was ich noch viel mache, wer guckt sich die Kursverläufe an und sucht nach Ähnlichkeiten? Macht das jemand? Charttechnik, Ausbruch. So, was sehen wir hier? Ein viereckiger Bereich. Der sieht ja nicht allzu zu aussagekräftig aus. Aber wenn ich den Bereich jetzt nenne, sieht das auch irgendwie ähnlich aus. Stimmt's? Und so untersuche ich immer das Ganze in den einzelnen Chartbildern. Wenn also das so passt, dann sollte man normalerweise davon ausgehen, dass der nochmal hier hochgeht und das wäre es dann gewesen. So, nächster Chart. Da gibt es auf der Traders Webseite im Download-Bereich die Indikatoren dazu. Wer kennt Woodys CCI? Das sind die Indikatoren. Also Woodys CCI ist ein ganz normaler CCI-Indikator und der Woody hat gesagt, ich nutze den für mein S&P-Trading. Kurzfristig. Der hat gesagt, ich will anhand des CCI-Indikators sehen, in welcher Trendphase wir sind. Blau bedeutet, wir sind im Aufwärtstrend. Grau bedeutet, Entschuldigung, wir sind in der Umschwungphase. Und wenn der Indikator rot ist, das bedeutet, nach dem fünften Kerze unterhalb der Nulllinie, dann wird es gelb und dann wird es rot. Dann befindet sich der Markt im Abwärtstrend, laut CCI. So, und jetzt habe ich ein bisschen rumgetüftelt und jetzt wollte ich natürlich nicht nur diesen kurzfristigen Indikator haben, sondern ich wollte auch noch einen langfristigen. Der hier hat eine Einstellung von 40, der hat eine Einstellung von 52, weil im Internet geistern so viele Artikel rum in Englisch und ich nutze halt den hier. Da weiß ich, wir sind im Aufwärtstrend, wenn beide blau sind, wir sind in der Umschwungphase, wenn ein Indikator unter Null ist, der zweite immer noch im Blau, dann muss ich aufpassen. So, und jetzt geht's weiter. Können Sie alles runterladen, diese ganzen Dinge. Also von diesem Chart. So, GD. Dieser GD ist wichtig. Der wechselt nämlich die Farbe. Was zeigt die Farbe an? Die Farbe zeigt einfach einen Regressionskanal an. Und zwar, in welche Richtung der geht. Also wenn die Farbe hier gelb ist, was bedeutet das? Dieser Kanal geht seitwärts. Wenn der Indikator, der GD, rot ist,
dann geht dieser Indikator nach unten. Das heißt, ich sehe anhand dieses grünen GDs, der jetzt gelb, dann wieder rot und dann wieder grün wird, dass wir im Aufwärtstrend sind. Ja? Und wann da ein Trendwechsel kommt. Und was sehr wichtig ist, Supertrend. Wer nutzt den Supertrend? Ja klar. Sie liest bei mir immer mit, sie muss den wohl einfach nutzen. Also ein Supertrend-Indikator ist wie der Parabolik, nur dass der halt richtig langsam läuft. Ja? Der Supertrend hat den Vorteil, man kann seine Stops immer so setzen, dass sie unterhalb dieses Supertrends sind. Oder halt wie hier oberhalb. Wenn man eine Position in die entsprechende Richtung aufbaut. Der zweite Vorteil des Supertrends ist, eine Kursbewegung, eine Korrektur stoppt in 80% der Fällen immer am Supertrend. Im 4-Stunden-Chart. Egal was passiert, hier kann man immer darauf achten, soll ich jetzt hier eine Long-Position aufbauen oder muss ich aufpassen? Weil erst ein Supertrend mit zwei Kerzen unterhalb dieses Indikators auf Schlusskursbasis sorgt dafür, dass der die Seite wechselt. Ja? Also ich nutze den hauptsächlich, um die Stops weit, weit vom Markt weg zu platzieren. So, was habe ich hier jetzt? Wie verhält er sich hier im Vergleich mit Jumoku? Kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ein System, was entwickelt worden ist und funktioniert. Ich gucke nach keinem anderen System mehr, weil es hat mir nichts gebracht. Gut, ich lese zwar noch Bücher, aber nur, weil ich vielleicht die eine Seite erwische, wo was Neues steht. Aber das funktioniert und da muss ich nichts mehr ändern. Ja? So, jetzt kommt die 1. Was bedeutet die 1? Die 1 hier, die Sie hier sehen, da unten die 1. Das nennt sich Woody's CCI. Der Woody hat das entwickelt, der hat noch 7 andere Formationen entwickelt. Und zwar kommt die 1, wenn der obere Indikator zurück auf die Nulllinie fällt, Zero Line Reject heißt es, und dann von dieser Linie wieder abprallt. Und das bedeutet, wenn der Indikator über blau ist und die 1 kommt unterhalb des Kursverlaufs, dann heißt es, man kann nach oben spekulieren. Wenn die 1 oberhalb des Kursverlaufs ist, dann heißt es, man kann nach unten spekulieren. Weil dieses Zero Line Reject, das ist so ein Abfall von der Nulllinie im Indikator. Nichts anderes. So, und jetzt kommen wir hier zum Stundenchart. Also, Kerzenchart TLB. Wer kennt TLB? Nicht melden, bitte. Nicht melden. Also, wer Three Line Break benutzt, der weiß, dass ein neues Signal kommt, wenn die letzten 3 roten Balken nach oben überschritten werden oder die letzten 3 blauen Balken nach unten. Nämlich als Hinweisgeber, um zu wissen, wie weit ein Markt schon fortgeschritten ist. Gibt es noch einen Sondervortrag, aber da haben wir jetzt keine Zeit. So, Sentiment Hoss und Bess. Das ist also sehr interessant, bitte mal googeln. Gibt es ziemlich viel auch von mir drüber geschrieben über den Three-Line-Break. Sentiment Hoss, Sentiment Bess. Das ist so genial, das Ding. Was berechnen wir? Der zählt. Der zählt die letzten 10 Kerzen. Steht der, haben wir hier immer noch Gold, also das, was man da oben sieht, steht es 0,001 im Plus. Dann hat der Indikator eine 1. Das wird die letzten 10 Kerzen immer gemacht. Wenn der Indikator hier in Richtung 9 ist, dann bedeutet es, der Markt ist überkauft. Wenn er unter 3 ist, der Markt ist überverkauft. Ja? Ich gucke mir das auf Tageschartbasis an, bei den normalen Aktien und hier halt im Stundenchart. Haben wir noch Zeit? 20 Minuten. So, jetzt wissen wir natürlich hier in diesem Three-Line-Break-Chart nicht, wann kommt dann hier ein Signal. Das wissen wir ja nicht. Also, bei MetaTrader gibt es einen Indikator, der heißt TLB-Signallinie oder sowas. Auf jeden Fall legt er mir im Chart die Linien rein, die ich hier oben zu beachten habe. Also der steht jetzt auf Verkauf. Wenn der jetzt wieder blau wird, dann muss er hier oben über diese Linie gehen. Also ich sehe genau jetzt schon, wo kommt ein Gegensignal.
Ist das verständlich? Nee. Hä? Also, nehmen wir mal an, das Ding ist jetzt rot. So, dann muss das ja über diese rote Kaste gehen. Hier, jetzt wissen wir natürlich, wo ist dann hier oben über diesem roten Kasten? Das sagt mir dann diese Linie. Moment, muss ich mal gucken. Die H1-Linie. Diese Linie muss überschritten werden. Entschuldigung, diese Linie muss überschritten werden. Da weiß ich, wenn es zum neuen blauen Signal kommt, dann muss der Kurs hier über die rote Linie gehen. Das heißt, ich weiß ganz genau, da oben kommt ein Signal. Habe aber festgestellt, wenn der Kurs dahin geht, ja, ist das ein Widerstand. Sehr, sehr oft prallt der Kurs von da wieder ab. So, gibt es da noch Fragen? Ihr habt ja noch keine Frage gestellt. Ich weiß, es ist ziemlich schwierig, das Ganze, aber ich habe nur 40 Minuten heute. Morgen habe ich ein bisschen mehr. So. So bekommt man kurzfristige Signale, wenn man kurzfristige Signale handeln will. Ich will nur wissen, wie weit der Trend fortgeschritten ist. Das sehe ich ganz einfach, indem ich die roten und blauen Kasten zähle. Ab 8 blaue Kasten ist ein Markt bereit für eine Trendwende. Ab 8 roten Kasten ist der Markt ebenfalls bereit für eine Trendwende. Wichtig ist, je schmaler diese Kasten sind, desto eher kommt eine Trendwende, weil da braucht der Kurs ja nicht mehr so viel, um da drüber zu gehen. Das heißt, ich sehe anhand dieser Kasten, wie weit ist der Trend fortgeschritten, und ich sehe, wie weit muss der nach unten, damit er so eine Gegenbewegung macht. So, Vorteil, man sieht im Voraus, wann große Trendwenden kommen, ist ein Trend etabliert, sind mehrere Stop-Loss-Marken einsetzbar. Die setze ich natürlich durch den Supertrend-Indikator. So, dann tun Sie natürlich Trendlinien, Unterstützung und Widerstand einfügen und man ganz üblich nach der Chart-Technik. Was natürlich wichtig ist, Sie müssen nicht mehr als nötig vor dem PC sitzen. Wenn Sie ein Konzept haben, Sie wissen, Sie will 500 Pips an Gewinn haben, dann brauchen Sie nicht vor dem PC sitzen so lange. Dann ziehen Sie einmal die Woche Ihr Stop nach. Wenn der Supertrend-Indikator in die richtige Richtung geht, ansonsten machen Sie nichts. Weil, wenn der Trade am Laufen ist, was können Sie da noch machen? Nichts. Die anderen machen es doch. Sie können nichts machen. Sie sitzen einfach dabei und gucken zu. Ja. So, jetzt kommt, wie findet man die Trades? Ich suche natürlich die Trades mit Saisonalität raus. Ich nutze das ja nur als Zusatz. Ja. Wer nutzt Saisonalität? Mit was? Nee, mit was? Mit irgendeiner Software, da tun sie. Oh ja, da gab es einen Broker. Gibt da vom Broker einen Indikator, Entschuldigung. Vom Broker einen Indikator. Es gibt Trade Miner, wo man sowas machen kann. Taipan gibt es. Da gibt es übrigens noch so ein Angebot von denen. Und jetzt muss ich hier in den Chart. Jetzt geht's los. Wir haben nämlich noch 25 Minuten, sonst kriege ich die rote Karte hier gezeigt. So, also. Das war jetzt alles mit den Folien. Das ist die letzte Folie. Wieso sollen Sie das so machen? Sie wollen doch nicht, wo haben wir es hier? Sie wollen doch nicht diese Dinger da in der Mitte haben. Das habe ich ausgemacht. Sie wollen doch nicht diese Dinger hier in der Mitte haben. Sie wollen den haben. Sie wollen den haben oder den haben. Die ganz großen Sachen, dann brauchen Sie nicht viel im Jahr. Ja, es ist wirklich wichtig. So, und jetzt gehen wir mal in MetaTrader. Gibt es noch Fragen? Ja. Wenn Sie das Team haben, 5 erfolgreiche Trades zu schaffen, wie viele erfolglose Trades sind denn auch in diesem Jahr? Also in diesem Jahr sind es, glaube ich, ungefähr 20 Trades gewesen. Und davon waren 3 oder 4 waren Verlust. Und der Rest ist manchmal nachgezogen, ausgestoppt worden mit 50 oder 70 Pips. Und 4 oder 5 sind hochgelaufen. Also es reicht ja schon, wenn sie einen Euro, wir haben den Euro. Also ich zeige hier einige Mal. Ja, das ist jetzt, deshalb habe ich hier GBP AUD. Das ist jetzt einer, der läuft, ja, den ich empfohlen habe.
Den haben wir bei 1.7149 aufgebaut und der ist jetzt Stop hier oben bei 1.3235. Jetzt muss ich natürlich mal sagen, den habe ich aufgebaut, weil, wir machen jetzt mal das Beispiel, weil die Saisonalität mir anhand diesem Taipan macht mir eine Tabelle. Ich kann eine Tabelle machen, da kriege ich genau gesagt, das ist ein Treffer mit 75% Wahrscheinlichkeit. So, der sagt mir zum Beispiel hier, nehmen wir mal diesen Trade, dass es sozusagen von diesem Tag hier Einstieg bis zu diesem Ausstiegstag laut Saisonalität dahin gehen soll. Ja? So, jetzt suche ich nach dem Einstieg. So, den Einstieg hatten wir vorher bei 1,719, dann ist der Kurs hier unter diese Linie zurückgefallen. So, jetzt habe ich gesagt, Jungs, wir bauen das Limit, wir kaufen früher. Wir gehen bei 1,7145 schon rein. Der Stopp setzt über 1,6984, das ist jetzt ziemlich weit weg. Ja? Waren ungefähr 160 Pips, weil der durchschnittliche Verlust lag ungefähr bei 160 Pips dieser Strategie. Ja? Und dann habe ich gesagt, die große Bewegung beginnt, wenn diese, ich mache das jetzt mal weg hier, wenn diese Widerstandslinie zum wiederholten Mal überschritten wird, hier, diese Widerstandslinie, dann beginnt der Trend richtig am Laufen. So, und wenn ich sowas habe, dann versuche ich natürlich, so eine Position zu verwalten. So, hier sehen Sie, wir sind hier eingestiegen. Weil ich gesagt habe, oha, wir sind jetzt hier raus. Wenn der auf 1,719 geht, dann ist der schon zu weit gelaufen. Wir steigen früher ein, weil er nämlich dann hier schon den Supertrend-Indikator schneidet. Ich wusste, die Saisonalität spricht für eine Aufwärtsbewegung, eine große Aufwärtsbewegung. Wir sind hier rein, hier unten lag es Stop bei 1,6984. So, und jetzt habe ich, weil ich bin ja jetzt hier, ich musste dieses Stop ja nachziehen. Wann mache ich das? Wenn er 100 Pips im Gewinn ist, dann ziehe ich Stop um 10, 15 Pips einfach an den Gewinn. Und dann lasse ich das Ding laufen. Ja? Wenn der nochmal 50 Pips im Gewinn ist, dann muss ich das wieder nachziehen. So, jetzt sagen Sie natürlich, oh Moment, guck mal, der ist ja jetzt hier in diesen Tagen, die letzte 12 Stunden ist er ja durch die Decke gegangen. Der Stopp sitzt jetzt hier ohne. Ja, wieso habe ich es nicht nachgezogen? Weil ich hier bin. Ich muss ja den Leser schreiben, dass sie den Stopp nachziehen. Das geht ja nicht, weil ich ja hier bin. Das heißt, am Montag wird das Stopp nachgezogen. Wo ziehe ich das nach? Jetzt muss ich wieder mal meinen Dings hier nehmen. Wo ziehe ich das Stopp nach? Ich habe hier einen Aufwärtstrend, kann ich hier einfügen. Ich habe hier ein ehemaliges Hoch, was überschritten worden ist. Ich habe hier den Supertrend-Indikator. Wo zieht man das Stopp nach? Das Stopp ziehe ich unter den Supertrend und unter die grüne Linie. Wenn ich es jetzt nachziehen müsste, weil dann kann der nochmal zurücklaufen, kann hier diesen Ausbruch bestätigen. Und wir wissen ja, was ich gesagt habe, wenn ein Kaufsignal kommt, was passiert? Er läuft zurück zum Supertrend und dann könnte er weiter nach oben gehen. Also mit was muss ich hier rechnen? Dass er jetzt vielleicht zurückläuft bis zum Supertrend. Der Supertrend aber vielleicht die nächsten 27 Minuten, das ist jetzt, wie lange die Kerze noch läuft. Ja, dass der Supertrend vielleicht in 27 Minuten noch ein Stückchen weiter nach oben geht. Das heißt, ich weiß jetzt schon, wenn es zum Rücklauf kommt, könnte er bis hierhin gehen. Und da läuft auch dieser Aufwärts, dieser GD. Und der GD, der dient für mich auch als Realtime-Unterstützung und Realtime-Widerstand. Je nachdem, wo der Kurs herkommt. Ich nutze also diesen Chart hier nur für das Stop. Und um zu sehen, kommt hier vielleicht eine 1, wie hier. Hier sieht man sehr schön. Da war eine 1, Zero Line Reject. Der ist zurück unter die 0 und schnell hoch. Und schon ging die Bewegung hier nach oben. Also ich benutze diese Dinge immer, nur den 4-Stunden-Chart nutze ich dann, um den Stop nachzuziehen. Weil ich weiß ja jetzt, ist das Ding schon 350 Pips oder 340 im Gewinn. Dauert nicht mehr lange, da hat er auch die 500. Ja?
Ich brauche also nicht so viel Treffer im Jahr. Ja? So, und jetzt kommt's. Nächster Indikator. Was ist das hier? Das Viereck habe ich seit neuestem eingebaut. Inside Day. Ein fünffach Inside Day. Wir hatten damit schon mal experimentiert. Wenn man einen fünffach Inside Day findet im Tageschart oder im Wochenchart oder im 4-Stunden-Chart, dann weiß man, das hat etwas zu bedeuten. Wenn es zum Ausbruch kommt, nach oben, dann kann da eine Bewegung entstehen, wie hier zum Beispiel. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, hier, was war denn das? Das war doch ein Fehlsignal. Das war, wo die FED, irgendeiner hat was gesagt, war News. Da ist die Bewegung nach unten gegangen. Die Bank of England hat die Zinsen erhöht. Das war, wo ich gesagt habe, hier, wir müssen aufpassen. Aber wenn Sie sowas hier im Chart sehen, da sehen Sie ganz große Trendwenden manchmal. Oh, ich habe schon 5 Minuten, da geht es schon los hier. Der Spaß hat erst richtig angefangen und schon muss ich aufhören. So, jetzt kann ich natürlich nicht mehr weitermachen, weil ich habe noch 5 Minuten. Jetzt gucken wir noch mal ein paar anderen Charts durch, oder? Nur mal aus Spaß, weil dieser Chart ist der wichtigste Chart für euch. Ob Forex, ob S&P 500, ob DAX. So, was sehen wir hier? Der S&P ist die letzten Tage mal richtig eingebrochen. Hat ein super Trend Verkaufssignal gegeben. Und was macht er gerade? Läuft genau wieder an den Supertrend und an den kleinen Durchschnitt. Ja? Und was wir hier sehen, der Supertrend, ist immer wieder ein Grund gewesen, da einzusteigen. Weil immer wieder kommt es zum Rücklauf an diesen Supertrend. Irgendwann kommt es zum Bruch. So, jetzt haben wir das, wir haben hier einen Rücklauf. Was passiert? Solange der nicht überschritten wird, kann der nochmal in Richtung Süden gehen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ladet euch auf der Traders-Website im Download-Bereich. Ich glaube, da gibt es ein Metatrader-Special. Kann man sich diese Indikatoren also runterladen. Läuft das über den Metatrader 4 oder 5? 4. Also den Woodys CCE weiß ich nicht, ob es den auf 5 gibt. Ich habe halt nur über 4. So, was hatte ich vorhin noch? Euro-GBP. Da haben wir auch eine Long-Position. Zwar nicht in diesem Depot, sondern im Kurzfrist-Depot. Moment. Euro-GBP hier. Das dauert jetzt. So, was sehen wir hier? Wieder mal das Gleiche. Supertrend steigt, schaltet auf Kauf. Die gleitende Linie wird grün. Und wo stoppt die Bewegung? Genau an diesem Supertrend-Indikator. Das heißt, wir haben unser Stop da jetzt auch wieder 10, 15 Pips übereinstand. Wenn der jetzt noch etwas nach Höhe läuft, ziehe ich das Stop hier ungefähr nächste Woche in dem Bereich nach. Ja? Weil ich weiß, der Supertrend dient für mich als Unterstützung, solange nicht 2 Kerzen drunter ist. So, und jetzt wollte ich natürlich jedem noch zeigen, wo ihr diesen Zyklusfinder findet. Das ist das Ding da oben, Zykluslinien. Bitte notieren, ihr nehmt euch zwei Punkte im Chart, nehmen wir mal den hier, ihr nehmt euch 2 Punkte im Chart, ziemlich weit zurück. Ich habe die Punkte genommen am Anfang 2015. Da habe ich die 2 roten Linien gemacht, habe dann diese kopiert und einfach an Tiefpunkte rangelegt. Dann habt ihr wenn ihr den Chart abspeichert, habt ihr für die Zukunft immer den Zyklus parat. Wenn der Kurs sozusagen sich einem roten Punkt nähert, dann wissen wir, aha, da könnte eine obere Trendwende nach unten kommen. Es gibt übrigens eine Website von mir, da ist noch Grundmaterial da. Zyklusanalyst.de. Wer will, kann sich das aufschreiben. Das, was man da kaufen kann, gilt nicht mehr. Die Webseite gibt es halt nur noch. Gibt es nichts mehr zu verkaufen auf der Website. So, und jetzt habe ich noch 1 Minute. 1 Minute. Hier, ich fange schon an zu schwitzen hier, weil die Frau, die guckt mich alles an. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
So, und jetzt haben wir als letztes noch den australischen Dollar in US-Dollar. So, den muss ich auch nochmal zeigen. Morgen geht's länger. Bis ich das Ding gefunden habe. Also ich finde es jetzt nicht, es dauert hier ewig. Aber wir machen nochmal der DAX. Ihr wollt doch bestimmt wissen, was der DAX macht. DAX schafft nicht ganz den Rücklauf an diese Linie und dreht jetzt wieder nach unten ab. Wann kommt die nächste Bewegung? Hier unten. So, und jetzt haben wir noch eine Minute. Jetzt zeige ich noch was ganz Besonderes, weil die Roxanne hat vorhin gesagt, ich habe immer was Besonderes. Aufschreiben bitte. So, also ihr nehmt Fibonacci Retracements und schaltet alles aus, außer minus 0,238 plus 0,238 minus 0,146 und plus 1,146. Das ist von Joe Ross und der Joe Ross hat gesagt, wenn ein Kurs nach unten dreht, man nimmt das Ding ans Hoch und ans Tief, dann ist das Ziel hier unten. Also wenn der Kurs jetzt weiter dreht nach unten, dann haben wir ein Ziel bei 12.677. Wenn der Kurs jetzt wieder nach oben läuft, dann sollte der DAX nicht weiterlaufen als bis 13.700. Jetzt haben wir natürlich nicht genügend Zeit, das noch auszutüfteln, weil ich könnte noch einige frühere Beispiele zeigen, wo das funktioniert. Also bitte, bitte aufschreiben. Das nennt sich Ross Congestion Zone. Ja, ich habe leider, die Dame guckt mich schon wieder so an, die Flasche Wasser ist nicht leer. Hat noch jemand was in diesem kurzen Seminar zu fragen? Das war ziemlich viel Information, oder? Na, da kommt der neue Norma. Bitte? Der hier, der nennt sich LSMA 100. Der kann man auch runterladen. LSMA, ja, weil der diese Farben da anzeigt. Wir wissen jetzt anhand dieser Farben, dass der DAX im Abwärtstrend ist. Ja. Hier unten die Dinger zeigen übrigens auch noch an, wie die Trendphase ist. Rot bedeutet im Abwärtstrend, grün im Aufwärtstrend. Hier haben wir auch, das Hellblaue zeigt, dass wir einen starken Trend haben nach oben, stark, wohlgemerkt, und braun, stark nach unten. Das ist das Wichtigste. Die blau und rote Farbe und diese blaue und rote Farbe ist wichtig. So, und jetzt würde ich gerne noch 2 Stunden weitermachen, aber leider schneidet man mir das Wort ab, auch im Internet. Bin gerade so richtig warm geworden. Also ich bedanke mich, dass ihr nicht eingeschlafen seid, dass ihr noch da seid und nicht so viele Fragen gestellt habt, sonst könnten wir...